Ja, hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play Tomb Raider aus dem Jahre 2013. Wir sehen hier die Protagonistin, den Hauptcharakter dieses Spiels, Lara Croft, in jungen Jahren, noch weit weg damals von dem uns heute bekannten Ruf der großartig gefeierten Archäologin. Nein, damals noch ein kleines, schüchternes, ja, naives Ding, würde ich mal sagen, ohne es genau zu wissen. Wir haben beim letzten Mal den Auftakt gemacht in dieses neue Let's Play und wissen im Endeffekt nicht wirklich, was passiert ist. Wir wissen, wir waren am Drachendreieck südlich von Japan unterwegs auf einem Schiff, das dann wohl untergegangen ist, und wir wurden wohl von einem Menschenfresser verschleppt und sind beim letzten Mal durch die Höhle entkommen und sind ziemlich angeschlagen, haben uns eine kleine Metallstange aus dem Bauch rausgeholt. Die Lara ist ziemlich am Ende und wir müssen jetzt wohl die anderen Freunde, die auf dem Schiff waren, treffen. So viel an dieser Stelle. Ausblick auf jeden Fall ganz toll. Die Grafik prima, muss ich gestehen. Ich bin das erste Mal auch schon gestorben. Und jetzt mache ich fast schon peinlich. Aber gut, wie gesagt, ich spiele dieses Ding komplett blind. So, Galerie freigeschaltet. Okay, da gibt es wohl jede Menge Achievements hier. Wo sind sie? Genau, landeinwärts, Lebenszeichen, suchen nach Hinweisen auf andere Überlebende. Das ist in Ordnung. Unser Instinkt bringt uns an dieser Stelle erstmal nichts. Also in diese Richtung. Wir folgen dem Kompass, das ist dieser Kompassnadel. So, oje, in Balance, Akt, jetzt ist lustig. Okay, ganz langsam. Ganz langsam, Lara. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Langsam, 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 langsam. Okay. Wow. Wow. Boah, ich habe Angst, dass ich hier runterfall. Boah, das ist gar nicht so leicht. Das ist ziemlich fummelig, muss ich gestehen. Also ich muss hier mit der Maus wohl ausgleichen. Mein Gott. Vorsicht, Lara, Vorsicht. Ich denke, wenn... Boah. Mein Gott, ich habe gedacht, das wird eine Eierschaukelnummer am Anfang, dass man wird ganz gemütlich in dieses Spiel eingeführt. Ja, von wegen hier. Ich sehe schon der Adrenalinkick. Jetzt schnell, 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 komm, auf, jawohl. Oh. Ja, du brauchst gar nicht so vorwurfsvoll schauen, aber ich kann nichts dafür. Aber ich glaube, das wird eine ziemliche Herausforderung. Also ich spiele ja auf dem Standard-Schwierigkeitsgrad normal. Es gibt drei Schwierigkeitsgrade. Ich wollte es jetzt nicht übertreiben, aber zu einfach wollte ich es auch nicht machen. Aber ich glaube, dieses Spiel wird mich ziemlich fordern und vermutlich auch meine Geduld, wenn wir des Öfteren scheitern werden. Aber gut, ich will es nicht verschreien. So, okay, einmal hier drüber springen vermutlich. Alle hopp. Und trotz ihrer Verletzung kann sie hier ganz locker drüber klettern, die gute Lara. Sportlich ist sie allemal. Ui, da ist ein Flugzeug. Das hängt so am Berg. So, da müssen wir wohl rüber, so wie es aussieht. Die nächste Kletterpartie, also ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, Tomb Raider, eine Mischung aus Action-Adventure und Jump'n'Run. Mein Gott, mein letztes Jump'n'Run, das ist schon 20 Jahre her, muss ich gestehen. Aber wir werden es irgendwie hinkriegen. So. Ich schaffe das. Okay, da muss ich wohl hier drüber klettern, so wie es aussieht. Ein Stückchen vor noch. So, und jetzt springen, wa? Okay, nee, so nicht. Hopp! Oh, oh Gott! Oh Gott! Oh. So, nach oben springen und leer halten. Alles klar. So, da geht's nach rechts. Ja, okay, alles klar, da geht's nach oben. Schnell, 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 nach rechts. So, nach rechts und leer drücken, jawohl. E drücken. Okay, oh Gott, ich sehe schon, ich kann mich mit der Steuerung total verhauen. Oh je. Zumindest hätten wir das geschafft. So, weil ich wieder ewig brauchen, bis ich die Steuerung drauf habe. Aber gut, ich will nicht jammern, weiter geht's. Ich bin gespannt, was hier auf uns wartet. Und schaut euch das da unten an. Schaut euch das an. Das ist ein richtiger Schiffsfriedhof.
Ein Wunder, dass wir noch am Leben sind. So. Da ist der Rest von dem Flugzeug offenbar. So, Wände hinaufklettern. Drücken Sie im Sprung leer, um an flachen Wänden nach oben zu springen. Okay. Alles klar, das hatte ich auch kapiert. Das kann ich mir, glaube ich, merken. So. Sams Tasche. Wer ist Sam? Sam! Sie müssen hier gewesen sein. So. Lara findet was Schönes. Eine Videokamera. Was ist das? Habe ich jetzt nicht genau gesehen. Ah, ein Funkgerät. Sam? Roth? Hört mich irgendjemand? Ich muss sie finden. Ich muss sie finden, ja. Okay, Funkgerät. Neue Ausrüstung erhalten. Folgen Sie der Spur der Überlebenden. Okay. So, mein Instinkt bringt mir hier erstmal gar nichts. So, aber vielleicht finden wir noch ein bisschen was. Okay, so eine Schwimmweste, Rettungsweste bringt uns nichts. Hier noch was zu trinken, aber offenbar ist Lara nicht durstig. Gut, weiter geht's. Oh. Nein! Oh, oh, oh. Verdammt. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das jetzt wieder meinem blöden Gameplay zu verdanken ist, weil ich keine Taste gedrückt habe oder dass das so beabsichtigt war. Ich weiß es nicht. Schauen wir weiter. Also das hat schon ein bisschen was von Survival-Abenteuer hier. Daisy Standalone, nur ohne Waffen. Bisher zumindest. Wer weiß, was noch alles kommt. So, aber schaut euch das an. Grafisch wirklich ein Leckerbissen. Ganz großer Sport. Erinnert mich so ein bisschen an Skyrim. Okay, natürlich jetzt nicht vergleichbar. Skyrim ist aus dem Jahre 2011. Wir sind bei 2013. Aber so diese Vegetation damals. Oh, was ist denn das hier? Aha. Ja, sieht auf jeden Fall nicht einladend aus, dieses Teil. So, wir schleichen uns hier unter diesem Felsvorsprung entlang. Was ist das? Ein Lager, eine Feuerstelle? Und Lara friert, wie es aussieht. So, erstmal ein Schlückchen nehmen. Mensch, Lara, da unten war eine Flasche. Randvoll. Hört mich irgendjemand? Bitte antworten. Tja, rauschen. Ah, okay. Wir machen ein kleines Feuerchen. Ja, hoffentlich haben wir Streichhölzer dabei. Ah, okay, das war das Ding, was sie vorhin gefunden hat. Ein Streichholz, na prima. Hoffentlich macht Lara das und nicht ich. Bitte zünd selber an. Wunderbar, das funktioniert. Zum Glück war das Holz trocken. So, jetzt kann sie sich erstmal wärmen, die gute Lara. Einsam und verlassen am Lagerfeuer. So, das Funkgerät nebendran. Vielleicht meldet sich ja jemand. Mein Gott, man stelle sich das vor. So, was ist das? Camcorder. Vielleicht erfahren wir jetzt ein bisschen Hintergrundstory. Vielleicht ist da irgendwas drauf. Hier sehen wir die schon bald weltberühmte Archäologin Lara Croft, ganz in ihrem Element. Sie sucht nach dem untergegangenen Königreich Yamatai, Heimat der wundervollen Himiko, mythische Sonnenkönigin und eine Vorfahrin von mir. Sam, das hier ist echt ernst. Ich will nur die Stimmung auflockern. Alle sind so angespannt. Worüber machst du dir Sorgen? Ich bin da an was dran. Ich bin mir ganz sicher.
Aber ich weiß nicht, ob die anderen mir zuhören. Ach, es ist doch eh sinnlos. Lara, du weißt mehr darüber als jeder andere. Im Ernst. Und ich sag das nicht, damit es dir besser geht. Ich vertraue dir. Und Roth genauso. Du schaffst das. Lass uns mal eine Pause machen, ja? Okay, okay. Und Sam, danke. So ernst ist sie nicht jeden Tag. Das ist also Sam. Los, los! Hau ihn um! Wie bitte kommst du auf die Idee, dass ich diese Expedition nicht ernst nehme? Lara, ich meine, nicht nur Sams Familie finanziert uns, mein Geld steckt auch drin. Irgendwas hat jeder eingesetzt. Das Geld reicht nicht ewig, Whitman. Genau deshalb sollten wir nach Osten fahren, nicht nach Westen. Niemand vermutet das. Niemand vermutet Yamatai so weit östlich. In den Büchern steht auch nichts darüber. Gefunden haben die Autoren Yamatai auch nicht. Darüber habe ich mit Roth gesprochen. Es macht keinen Sinn, immer nur anderen zu folgen, Dr. Whitman. Ich riskiere doch nicht mein Renommee wegen deiner Ahnung. Ich bin hier der leitende Archäologe. Und wann waren Sie das letzte Mal ohne Fernsehteam unterwegs? Ich habe 30 Jahre Erfahrung, 2 Doktortitel, 1 in Asienkunde. Kümmern Sie sich doch ums Boot, Mr. Graham. Schiff, Dr. Whitman. Es ist ein Schiff. Das weiß ich auch ohne Doktortitel. Sehen Sie, in Richtung Osten werden wir direkt ins Drachendreieck gelangen. Und genau da müssen wir hin. Lara, mein kleiner Vogel. Ich folge dir überall hin, aber dort herrschen böse Kräfte. Eher böse Stürme. Das Bermuda-Dreieck ist dagegen Disney World. Ich komme mit. Die Sage um Königin Himiko erzählt, sie könne einen Sturm beschwören. Mythen sind sehr häufig die Reste einer vergangenen Wahrheit. Was, wenn Yamatai wirklich irgendwo in diesem Dreieck lag? Sieh nur, das hier sind die Satellitenaufnahmen aus dem Drachendreieck. Sieht nicht gut aus. Wenn's nass ist, kann ich drauf segeln. Oh, Sie wollen da genug. Tatsächlich... Reyes hat recht. Wir sind nicht hier, um rumzujammern. Also, jetzt oder nie. Lara bringt frische Ideen und einen Plan. Ich bin der Kapitän. Es ist meine Entscheidung. Wir steuern jetzt ins Drachendreieck. Was mache ich bloß hier? Interessant. Also war es Lara Idee, ins Drachendreieck zu fahren mit dem Schiff? Ich kann hier nicht einfach rumsitzen. Ich muss etwas zu essen finden. Ja, das ist auf jeden Fall eine Idee, etwas zu essen finden. Also, wir halten fest, die gute Lara hat... Oder ist sie Assistentin von diesem Dr. Whitman, diesem Archäologen? Keine Ahnung, ich nenne sie jetzt mal Azubi, Archäologin Azubi in Ausbildung. Wir wissen, wer Sam ist, also offenbar eine Freundin. Sie suchen Yamatai, ein Königreich mit einer Königin. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Mein Gott, ich habe meinen Namen ins Gedächtnis. Himiko oder irgendwie so hieß sie. Ja, und dank Lara sitzen wir jetzt hier fest. Und der Captain heißt Roth. Okay, das habe ich mir auch noch gemerkt. Und der Rest der wird sich hoffentlich noch geben. So, was ist jetzt mit diesem Lagerfeuer? Können wir dahin zurück? Was ist das? Hier ein Lager. Das sieht man nach einem Speicherpunkt aus zumindest. So, wir laufen einfach mal weiter. Oh. Da war ein Hirsch oder sowas. Mit Geweih. Da ist ein Haus. So, das ist so eine Hütte, so eine kleine. Oh Gott. Armer Kerl. Oh, und der da oben, der sieht auch noch so frisch aus. Der hat es hinter sich, glaube ich. Aber der hat einen Bogen. Den Bogen kann ich brauchen. Genau, Lara. So sieht's aus. Zum Glück haben wir Daisy Standalone gespielt. Da drüben sind Pfeile. Alles mitnehmen, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. So. Der hängt da oben. Da werden wir vermutlich hier hochklettern müssen. Okay. Ja, so weit können wir nicht. Ne, so weit können wir nicht springen. Dann springen wir mal hier hoch. Und dann springen wir hier rüber. Zack. So, das habe sogar ich noch kapiert. So, da kann ich nicht hoch. Oh ne, wieder so ein Balanceakt. Eieiei. So, Vorsicht, Lara. Ohne Waffe kann ich nicht jagen. Uah. Boah, das war knapp. Ich schaff das. Ja, du schaffst das, Lara. Wir schaffen das. Wir drücken die Daumen. So, jetzt warte ich, bis er rüberschwingt. Jetzt. Jawohl. Gib her.
So. Oh, die Wunde sieht nicht gut aus. Liebe Lara, solltest du mal verbinden, wenn es geht. So, provisorischer Langbogen, neue Ausrüstung erhalten. Ja, das hoffe ich mal, dass der funktioniert. Erinnere dich an das, was du von Roth gelernt hast. Du kannst die beste Form und Technik der Welt haben, aber ohne Konzentration ist das nutzlos. Der Schlüssel für jede Waffe ist Konzentration. Tja, ist Konzentration so eine... Dieser Hunger. Eine kleine Rückschau war das offenbar. So eine Stimme aus der Vergangenheit. Roth war wohl ihr Ausbilder. So, hier haben wir nochmal Pfeile gefunden. Das Y, um zu zoomen. Okay. Da oben sind auch nochmal Pfeile. Die nehmen wir auch noch schnell mit. So, da haben wir ja etwas Hintergrundstory erfahren. Wir waren also auf der Suche nach dem Königreich Yamatai. Diese Sonnenkönigin Himiko ist offenbar eine Vorfahrin von unserer Freundin Sam und darum geht's wohl. Diese spezielle Königin, beziehungsweise ja, das die Überbleibsel vermutlich sollen wir finden, das klingt interessant. Und die Truppe, mit der wir da unterwegs sind, naja, ich weiß ja nicht, dieser Dr. Whitman macht mir jetzt mal keinen vertrauenswürdigen Eindruck. Roth, der Kapitän, der scheint auf unserer Seite zu sein, aber wie es hier weitergeht, liebe Freunde, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich sag danke fürs Zuschauen und freue mich auf ein Wiedersehen. Bis dann!